Jugendliche für Kunst zu begeistern, ist nicht immer leicht, aber es geht. Das beste Beispiel dazu findet jetzt und in den kommenden Jahren in der sozialpädagogischen Schule am Jagdberg statt. Künstler beziehen dort für je 2 Monate ein Atelier, wie etwa auch der in München lebende Flatz. Das Internat am Jagdberg liegt malerisch auf einem Hügel in Schliens. Zwar schön, aber mit schlechtem Beigeschmack aus der Vergangenheit. Jagdberg ist für mich schon als Kind auch immer sozusagen negativ konnotiertes Symbol gewesen, weil zu mir ist es auch immer, ich sag's jetzt mal im Dialekt, das kann ich noch, wenn ich dreach durchkomme, so ein Jagdberg. Und das fand ich als Herausforderung. Das Bild hat sich drastisch gewandelt. Heute ist die Pädakop eine moderne Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe mit Wohngruppen, Schule und Werkstätten. Dass hier ein Künstleratelier als Kunst- und Bauprojekt realisiert wird, passt zu den Prinzipien des Instituts. Ja, Kunst ist eine Form, Zugang zu Emotionen, Zugang zu wichtigen Dingen im Leben zu kriegen. Und wenn jemand wie Flatz bei uns arbeitet, dann ist das natürlich eine wunderbare Erweiterung unserer Möglichkeiten. Also es öffnet Räume, es öffnet Gedanken, es öffnet Emotionen. 8 Künstler beziehen nacheinander ihr Atelier in Schliens. Nach Maria Janser im Frühling hat nun Flatz die letzten Wochen im Jahr dort verbracht. Wir Erwachsene waren natürlich auch sehr neugierig auf den Flatz. Man kennt ihn ja in Vorarlberg und sind sehr positiv überrascht. Also er war sehr offen und unglaublich warm mit den Kindern. Das Erste war, um sie zu gewinnen. Ich habe gesehen, dass sie in der Werkstatt haben, sie alles bauen, sie Seifenkisten. Und ich habe mich auch sehr viel mit Autos und Fahrzeugen beschäftigt und habe mir gedacht, okay, damit sie sehen, dass ein anderer sich mit anderen Dingen auch beschäftigt, habe ich ihnen mal gezeigt, welche Autos und Motorräder ich gebaut habe. Und wo sie das gesehen, ich konnte sie ihnen ja nur auf dem iPad zeigen, da war dann sozusagen das Eis gebrochen, haben sie gedacht, okay, da ist noch so ein Spinner, der auch verrückte Sachen macht. Und dann war eigentlich das Eis gebrochen und dann fing man an, ziemlich schnell Modelle zu bauen. Die Arbeiten der Schüler, die im kleinen Saal ausgestellt werden, zeugen von einer tiefen Auseinandersetzung mit einem berührenden Thema. Und grundsätzlich, was ich mir dazu überlegt habe, konzeptionell ist, über Haus nachzudenken. Was ist ein Haus, was ist ein Zuhause? Weil das eigentlich alles Kinder sind, die ihr Zuhause verloren haben oder mit Zuhause ein Problem haben. Darum sind sie wahrscheinlich auch hier. Und das war für mich der ausschlaggebende Grund, darüber nachzudenken, Grundkonzept, wir bauen ein Haus. Alle Modelle wurden übrigens aus Abfallmaterial gebaut. In der Pädakop am Jagdberg geht es darum, den Kindern und Jugendlichen wieder Vertrauen in sich und die Welt zu vermitteln. Bei dem einen oder anderen führt der Weg über die Kunst.